Tag, meine Lieben. Da sind wir wieder mit Gothic 3 und warum ich hier vor Sio stehe, hat eine ganz klare Bewandtnis. Wir nehmen den jetzt einfach mal mit. Lass uns Banditen jagen gehen. Ha, sehr gut. Lass uns Ortega einen Besuch abstatten. Die Sau muss irgendwo hier in der Küstenregion seine Räuberhöhle haben. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Ja, Kumpel. Komm mit. Los geht's. Los geht's. Dann machen wir mal los. Jawohl. Hab die Busch. Ja, wie ich vermute, können wir erst hier diese Revolution hier anzetteln, wenn wir mit dem Paladin wirklich gesprochen haben. Und dafür müssen wir scheinbar müssen wir dafür Schlösser knacken lernen. Und ja, ich gehe jetzt mal hier eben kurz her, weil ich mit dem alten Cyrus mal eben hier die beiden Wölfe oder drei oder vier, keine Ahnung, die wollte ich mal eben wegmachen. Es geht halt besser, wenn man eine Hilfe hat. So eine kleine. Und das machen wir jetzt auch ein bisschen strategisch wertvoll. Und zwar warten wir jetzt, bis der da hinkommt. Ja, genau, so will ich es gerne haben. So, jetzt gehen wir mal einen Schluck nach vorne. Noch ein Stück. Jetzt. Kommt er gleich. Dann los. So. Jetzt gehen wir hier zurück. Dann haben wir den nämlich alleine. Ich meine, das würden wir vielleicht sogar so hinkriegen. Ja, leck doch die Kuh am Arsch. Wir haben es nicht geschafft. Ich fasse es nicht. Ich habe auch wieder vergessen. Dummerweise. Ja, wo ist er denn? Da. Ja, ich habe schon ein bisschen ausprobiert. Und zwar gibt es da nämlich eine Quest. Die hasse ich. Wie verrückt. Die ist mit diesen... Ich weiß nicht, wer das Spiel kennt. Der weiß wahrscheinlich, was ich meine. Mit diesen Hirschen, ne? Da muss man 5 Hirsche abknallen. Um da diesen Jäger, den man da oben trifft, das habe ich schon wieder gespoilert, aber die es nicht kennen, ne? Tut mir leid. Aber ihr wisst ja nicht, was los ist, nicht? Wo und wo hier und was, ne? Auf jeden Fall, diese scheiß Quest, ey, die geht mir so auf den Piss, weil immer ein Hirsch irgendwie flöten geht. Und das habe ich gerade nochmal versucht, ob das jetzt irgendwie besser klappt. Zumindest habe ich es in meinem Test hinbekommen. Und ja, bevor wir hier also loslegen, würde ich jetzt glatt erstmal was essen und nicht schon wieder diesen Fehler machen. Ich mache das so auf diesen Fehler, dass ich da nur mit einem halben Leben irgendwo hingehe. Das habe ich jetzt mal weggeklickt, weil... Alles klar! Das kennen wir ja alles schon jetzt, ne? Dummerweise. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Verdammte Shit, ey. Ja. Also wie gesagt, ich habe das mit den... In meiner Testphase, da hat das geklappt mit den Wölfen. Ach, mit den Wölfen. Ja, mit denen übrigens auch. Mit den Hirschen. Der Hirsch. Mit den Hirschen hat das super geklappt. Aber man weiß ja nicht, ne? Vielleicht wird es jetzt nicht so gut klappen. Wer weiß. Wir werden es erleben wahrscheinlich. Oh, jetzt wäre ich erstmal froh, wenn das hier mit den verfickten Wölfen klappt. Das wäre schon mal was. Bist du da, mein Kumpel? Eigentlich solltest du mir helfen, ne? So ein bisschen, wenigstens. So, jetzt komm hier hin. Ja. Dich meine ich. Eieieiei. Komm, Baby. Ich hab wenigstens jetzt ein bisschen Leben. Das heißt, einen müssten wir schaffen, auf jeden Fall. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ja, du hast gut kacken, du. Einen haben wir. Ist das nicht herrlich? Ist das mit denen hier ein bisschen schwieriger, glaube ich, die hier rauszulocken. Oder? Komm. Ja. Komm. Muschi. Komm. Yes, jetzt kommt er schon mal. Da,
So, das war's mit dir, du Mistvieh. Gut, Baby. So, und jetzt werde ich noch schnell was futtern wieder, weil ich ja wieder ein halbes Leben habe. Da muss ich jetzt echt öfter darauf achten. Das habe ich ja eigentlich immer ganz gut gemacht. Finde ich jedenfalls. Dass wir hier nicht so oft laden mussten. Und den da, den zermatschen wir jetzt. Hoffe ich. Hoffe ich. Zack. So, das wäre erledigt. Das kann ich dir sagen, du. Das hat mich aber auch wieder Nerven gekostet hier, du. Knack. Dietrich verbraucht. Wunderbar. Da ist ein Schwert drin. Wunderschön. Können wir nur nicht gebrauchen. Nehmen wir erstmal alles mit. Den ganzen Kram. Siehst du, haben wir das auch erledigt. Wundergut. Können wir jetzt mal los? Und gucken, ob wir die Ortega-Höhle finden. Die werden wir bestimmt finden. Nur ob wir das in diesem Teil noch hinkriegen. Ich wollte jetzt mal eben schnell noch einen Teil aufnehmen, ganz einfach. Ich hatte irgendwie Bock. Ich habe da rumprobiert. Wir haben jetzt zwar schon spät. Ich habe heute so viel aufgenommen. So kenne ich mich gar nicht. Warte hier. Ich halte hier die Stellung. Dankeschön. Weil ich will mal schnell die Quest abgeben hier. Dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. Sonst vergesse ich das hinterher wieder. Das wäre natürlich doof. Genau, hier. Die hungrigen Wölfe sind Geschichte. Du hast dich um die Wölfe gekümmert. Gar nicht mal so schlecht. Hier, hast du deinen Sold. Thank you very much. Okay, das war jetzt unspektakulär, aber ne. Das war auch alles, was ich machen wollte, eben schnell noch. Und jetzt können wir uns auf die Suche nach der Höhle machen. Jawohl. Wo ist er? Wo habe ich ihn abgestellt? Da. Komm mit. Dann wollen wir mal. Ja, los geht's, mein Freund. Ab die Post. Er schließt sich mir an. Gut. Ja, die Höhle zu finden ist, wenn man das Spiel nicht kennt. Und auch nicht unbedingt eine... Nicht unbedingt eine... Komplettlösung benutzt. Ich muss gestehen, ich habe damals zwischendurch immer eine benutzt. Ist ja klar, ne? Ich weiß gar nicht, gab es da schon Internet? Ich bin mir gar nicht sicher. Oder ich hatte kein Internet, das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht, irgendwie so war das. Ich hatte aus einer Zeitung hatte ich diese Komplettlösung halt, ne? Da konnte ich immer mal nachschlagen. Die Zeitung müsste ich sogar immer noch irgendwo haben, vielleicht finde ich die sogar nochmal. Da habe ich nämlich, da war die Komplettlösung drin, wie man alles macht, ne? Also alles fertig kriegt. Und das habe ich quasi benutzt. Und ja, habe dann wirklich alles gemacht. Und dann irgendwann, ja, war das Spiel zu Ende, ist ja klar, ne? Es gibt ja hier mehrere Enden auch. Und ja, eins davon habe ich dann ausgewählt. Aus der Lösung da, glaube ich, und habe das dann halt zu Ende gemacht und dann hatte ich aber auch keine Lust mehr. Danach habe ich das dann zwar immer mal wieder angefangen, aber weiß ich nicht, vielleicht kennt man das, der eine oder andere wird es bestimmt kennen, nie mehr so richtig zu Ende gespielt. Also nicht komplett bis zum Schluss halt, ne? Zwar immer gespielt und gespielt und gespielt und gespielt und hier und gemacht und da gemacht und da mal vielleicht was anderes gemacht oder andere Ausrüstung benutzt oder... Dann kamen ja auch mal irgendwann so Zusatzquests, die so zwei, drei oder so, keine Ahnung, dann hat man da ein bisschen ausprobiert und so. Nur mittlerweile, das ist ja jetzt auch schon wieder ewig her, mittlerweile weiß ich absolut nicht mehr, was es da neue Quests gibt und selbst die alten, die neu waren, habe ich keine Ahnung mehr, wie das alles so war. Und ja, so ist es halt. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich hier durch, ohne dass sie mich bemerken. Weil das sind nämlich auch Sauviecher, ne? Die vergiften einen ganz schnell und dann hast du eine Arschkarte, du. Was wir so unterwegs finden, ist hier noch ganz einfach. Nehmen wir noch ganz einfach mit, wollte ich sagen. Und jetzt geht's nämlich los. Jawohl. Ich hoffe, er folgt mir jetzt. Hier ist nämlich auch eine gefährliche Stelle für solche, die einem folgen. Die bleiben schon mal hängen. Die haben so ein Problem mit der Wegfindung hier. Schon mal. Hey, Kollege, was ist mit dir? Nein, das will ich nicht. Ich will nicht, dass die Schweine kommen.
Da hat man nämlich jetzt das Problem, da kommt nämlich jetzt ein Schwein an. Und dann stehst du nämlich doof da. Jetzt komm. So, kommst du jetzt mit hier? Da haben die dann schon mal so ein Wegfindungsproblem. Ja, das gibt's doch überhaupt nicht. So, jetzt aber. Kommst du jetzt mit? Da ist irgendwie so eine kleine Kante, wo die dann nicht drüber können oder wie auch immer. Und dann kriegst du hier zu viel. Du kannst auch nicht da runterspringen, weil dann latscht der auch wieder zurück. Das ist alles scheiße. Deswegen muss man hier peinlichst genau irgendwie um die Ecken krabbeln. Erstmal, dass einen kein Vieh erwischt. Und dann noch, dass der hier überall mitkommt. So, das haben wir geschafft, glaube ich. Der hatte jetzt nichts bei sich. Die Truhe können wir natürlich knacken. Dafür ist sie ja da. Abgebrochen. Och, das ist aber schön. Wie hast du gesagt? Abgebrochen. Ich dir mal gleich einen abbreche, du. Du musst vorsichtig mit deinem Werkzeug sein, du. Ja, fein. Komm. Hier lauern überall, hier sind überall Wölfe und Wildschweine und so. Dem wollten wir nicht begegnen. Nicht unbedingt. Deswegen schleichen wir hier so an der Kante entlang. Da oben stehen sie schon, seht ihr? So, und jetzt haben wir hier zwei Kollegas. Die sind aber nicht so schwer. Oh, was ich aber noch eben machen wollte, ist, ich habe nämlich eventuell eine Idee, nämlich mir die hier hinzulegen, um die vielleicht mal in Brand zu stecken. Weil das ist gar nicht so unnützlich, ne? Locke ich mir die an oder was? Ich weiß es noch nicht. Ich habe das letzte Mal... Oder lasse ich's? Ich glaube, die schaffen wir so. Jetzt bist du dran. Na ja, komm mal ran hier. Kumpel. Er hat so eine Riesenwaffe. Da muss ich mal schnell einen trinken. Sonst, eigentlich mache ich die. Würde ich ja lieber diese Heiltränke immer für den gerade. Bin ich gut oder bin ich gut? Na, du bist nicht übel. Aber letztes Mal hat es besser geklappt. Du Arsch. So. Also wollte ich diese Heiltränke eigentlich für die meine Begleiter lassen. Weil die doch, schon mal einen drüber kriegen hier und dann sieht das schlecht aus. Dann bevor ich da reingehe, will ich nochmal schnell speichern. Ihr verzeiht es mir hoffentlich. Ach, und dann, das hätte ich auch jetzt so machen können. Ich meine, ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge, oder? Ja, ich glaube, das ist eine gute Sache. In 2 Minuten schaffen wir das nämlich nicht und deswegen sage ich vielen Dank fürs Zugucken und ich bedanke mich, ne, immer noch. Und bis zum nächsten Mal. Also, ciao, ciao.